Ach, da kommt das Gefahren, ja, dann passt's ja. Ach so, im Suchrobot, ganz vergessen, hier gibt's was. Zwar hier oben, es sei denn, das gilt schon wieder als... Nee, gilt's nicht, gut. Ja. Hä? Was ist das denn? Partner wartet am Aufzug. Ja, ich komm gleich. Ich muss hier erstmal. Ach, leck mich. Ich setz den jetzt hier ab. Ich hab Langeweile, so. Ist ja das Schöne. Man kann den Suchrobot immer und überall absetzen und es spielt überhaupt keine Rolle, wo. Boom, jetzt gehe ich wieder auf diese fucking TK-Platten. Dieser Aufzug gefällt mir nicht. Warum? Weil ich auf dich warten muss. Ach so. Ja, toll. Bist dir wohl zu dem Wort zu schade, was? Mhm. Okay, also, es geht nach oben. Oder wir glauben es zumindest, dass es nach oben geht. Oha. Ist dir schon mal aufgefallen, dass hier die Teile riesig sind? Ja, das erinnert mich, also, das Gesicht müsstest du von irgendwoher kennen. Bestimmt ist es voll offensichtlich und mir fällt es gerade nicht auf. Nexus? Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken das. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Okay. Also, ich würde mal sagen, also eins öffnen, eins neu konfigurieren. Also, ich würde mal sagen, das hier leuchtet, also nehmen wir das, oder? Mhm. Ich meine, ist ja zu offensichtlich. Warte mal, wie sieht das nochmal aus? Also, die zwei äußeren sind nach außen gebogen. Und da. Biegen wir den mal nach außen. Und die mittleren, die sind nach oben. Okay, da. So, und das müsste es eigentlich gewesen sein. Kannst loslassen dann, wenn es oben ist. Ja, hat geklappt. Dort vorne ist was aufgegangen. Ja, zu offensichtlich. Okay, da müssen wir einen Codex reinstecken. Noch mehr riesige Aliens. Und es hat sich so ein komischer Luftstrom, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, geöffnet. Körper, haben Sie das gesehen? Ja, was zum Henker ist da gerade passiert? Nach unten. Das ist keine Stadt. Das alles hier ist die Maschine. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Wir haben gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Kodex gibt, dann da. Kommen Sie. Kommen Sie. Na los. Halt. Stopp. Ausweis. Kommen Sie. Da kommt ein Alien. Ja, friss Alien. Oh, ich habe so viel Munition. Motherfucker. Okay, was hat er denn? Oh, Crawler und noch ein Alien. Das ist ja... Oh, sein Kopf ist noch da und... Oh, der will auf mich. Hey, Pisser. Tot. Kannst du schreien, wie du willst. So, da unten ist noch. Tja, die menschliche Spezies ist also intelligenter als diese außerirdischen Lebensformen hier. Ich habe schon immer gewusst, du könntest auch zur Not heilen. Du bist nämlich ein bisschen jetzt nicht mehr angekratzt. So, okay. Okay. Wir können schießen, so wie schon zu Beginn, als wir durch die Asteroiden mussten, aber ich fand, die Asteroiden waren da doch ein bisschen komplizierter, denn eigentlich kann man hier gar nicht sterben. Da muss man ja was für ein Buhn auch immer sein, wenn man hier drauf geht. Wobei dies doch auch sehr interessant ist, wie die sich hier fortbewegen. Stimmt, vor allem die Aliens. Stell dir mal vor, ein Alien macht sowas. Da oben ist schon wieder zu.
Da oben steht's schon wieder. Also Punkt, ein Punkt hoch, ein Punkt runter und zwei runter. Das erste passt. Genau. Bingo. Irgendwie ziemlich interessant, diese Maschinen. Sprachsteuerung eigentlich. Das ist schon, ja genau. Das heißt, die waren der Vorläufer der Sprachsteuerung. Ja. Könnten wir jetzt wieder irgendeinen flachen Witz drüber machen, aber... Warte kurz, das regel ich. Jetzt haben wir Superstase. Junge, du kannst Superstase machen. Na, wo ist er denn? Da. Hier, Superstase. Jetzt gibt's hier auch alles in Super. Warte mal, das ist jetzt blöd. Und aus dem Weg. Oh, die halten aber auch so viel aus. Wie seid denn ihr überhaupt hierher gekommen? Wieder so ein Mysterium. Da sind noch mehr, ich höre sie. Da. Komm, hier, friss. Na, dein zum Blitze, meins ist voll. Richtig. Jetzt müssen wir nur noch treffen. Ja, die halten eh nicht so viel aus. Stopp. Und hier haben wir noch eine Platine. 2 plus 2, ja, gut, in Ordnung. Okay, hier liegt wieder Ressourcen. Was ist das denn? Jetzt liegt es dort drüben, da kommt doch kein Mensch ran. Hey Carver, ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt können wir den Necromorphs Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt, danke für den Tipp. Alter. Super zerstückeln. Sowas ist natürlich dann echt sehr hilfreich. Das Geile ist ja, die Platten, die reagieren irgendwie auf alles, habe ich das Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst damit... Oh, guck mal, der hat eine dreifache Medi hat er hinterlassen. Die Platten reagieren irgendwie auf alles. Das ist ja das Wahnsinnige. Du stehst drauf, kannst super zerstückeln machen, gleichzeitig aber auch, wisst schon, die anderen. Also, ich will da, ja. Stopp mal, hier hinten gibt's sowas. Zwei denn unten, nicht... eins oben, eins unten. Nein, hier gibt's nicht. Nichts vergessen, uns fehlt, noch ein Artefakt und das könnte durchaus hier irgendwo liegen. Das Blöde, hier gibt's nämlich immer solche dunklen Ecken, da sieht man das ein bisschen schwerer. Ja, hier hinten gibt's... Stopp, was ist das? Ne, da geht's nicht lang. Gut. Kapitel 18. Töten oder getötet werden. Töten oder getötet werden. Die Alien-Maschine. Hast genug Platz? Stopp. Ja, klar. Diesmal schon. Ah, jetzt haben wir ein Elektroschock-Modul. Elektroschock und Säurebad. Junge, mit dem Elektroschock kannst du wieder so eine Dingswaffe stellen. Erst schießt du drauf und dann drückst du halt eben wieder, in dem Fall dann RB und halt machst halt aufladen. Ist halt wieder so ein Schocker. Ja, gut, ist jetzt ganz in Ordnung. Wo geht's denn überhaupt lang? Stopp mal. Okay. Hier geht's jedenfalls nicht lang. Zumindest sieht's nicht so aus. Das Gerät ist irgendwie... Nicht lang. Dann müssen wir in die andere Richtung. Warte mal. Da ja momentan gerade nicht wirklich was passiert, kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar, ich war heute beim Zahnarzt. Und, blöder Waster. Und jedenfalls dachte ich, es dauert. War drinne, Chipkarte und so weiter abgegeben. Hab mich dann ins Wartezimmer gesetzt. Weiß nicht, 2 Minuten oder so später wurde dann gesagt, ja, kommen Sie bitte, bla. Bin jedenfalls dann ins Zimmer. Ach, cool, haben alle Textlogs. Forscher-Platinen-Set ist jetzt verfügbar. Bin jedenfalls dann ins Wartezimmer, also vom Wartezimmer ins Behandlungsraum. Wurde wieder so gefragt, ja, haben Sie irgendwelche Probleme? Nö, keine Probleme. Ja, mal kurz in den Mund geguckt. Ja, gut, alles in Ordnung, können gehen. Ich war 30 Sekunden dran. Na, ist meistens so. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sind Sie tief im Herzen der Maschine. Von hier aus scheint es 2 primäre Konfigurationspunkte zu geben. Einen im Westen, den Sie sicherlich bereits aktiviert haben, und einen anderen im Norden. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich kann Ihnen nur raten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draußen. Jedenfalls dachte ich mir dann, what the fuck? Sucht's da, okay. Ich betritt mal kurz die Bank. Ich muss ja den Textlog noch vorlesen. Jedenfalls habe ich mir da so gedacht, what the fuck? Was war denn das, mal ehrlich?
denkst du, es dauert jetzt mal noch ein bisschen länger, aber du bist 30 Sekunden, hast dich gerade mal hingesetzt und dann wird schon wieder behauptet, ja gut, bist fertig, kannst gehen. Ja, ist immer so, wenn du mehr willst, musst du halt irgendwas Ernsthaftes haben, sagen wir es mal so, irgendwie noch. Nee, ach, nee, lieber man hat keine Probleme und kann gleich wieder gehen. Ja. Dachte ich mir auch, what the fuck, was geht hier noch ab? Und konntest du dir was leisten? Ja, aber nichts Besonderes war dabei. Na doch, du hast immer Ressourcen gekriegt und das ist ja schon besser als nichts. Besser als nix ist so eine Sache. Ich glaube, besser als nix geht gar nicht. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Warte mal, Spekulation. Das ist der letzte Log, den wir gefunden haben im Spiel. Und zwar sagt er folgendes. Persönlicher Log, Dr. Earl Serrano. Die Bedeutung der einheimischen Sprache zu entschlüsseln hat sich als schwieriger erwiesen. Sie ähnelt in gewisser Weise Inuit-Sprache, uralter Erdenvölker. Es gibt viele Suffixe, die Bedeutungen der Wörter modifizieren, was unendliche Kombinationen offen lässt. Diese polysynthetische Struktur ermöglicht außerdem das Übermitteln komplexer Phrasen mit nur einem Wort. Okay. Nehmen wir als Beispiel diese Phrase aus zwei Buchstaben, die Energiequelle bedeutet J2. Wenn Buchstaben davor gesetzt werden, verändert sich die Bedeutung wie folgt. DJ2 stärkt Energiequelle. BJ2 Lieferant Energiequelle. Okay. Okay. Also ziemlich interessante Sprache. Man muss es halt nur können. Hört sich aber dennoch interessant an. Warte mal, müssen wir eigentlich lang wieder nach hinten, ne? Was ist denn das? Glück? Ist das Säure oder was? Nö. Das sieht irgendwie cool aus. Das sieht irgendwie aus, als ob da so ein grüner Schauer immer kommt, wenn du den abfeuerst. Eiswasch drauf sieht cool aus. Ha. Alter Poser. Fuck yeah. Was machst du jetzt schon wieder? Mir ist aufgefallen, dass ich sehr viele Medikits, kleine Medikits habe, aber kaum noch Munition. Okay, und hier unten soll es was geben. Komm. Na, wieder woanders. Shit. Okay, ich brauche auch nur noch wenige Rationspunkte, dann kriege ich auch mal wieder, kann ich mir auch wieder ein Paketchen holen, kriege ich wieder schöne Ressourcen, das ist episch. Warte mal kurz. Da unten ist nichts, brauchst nichts. Stopp mal kurz, ich drück mal. Ich will nicht mal kurz was wissen. Und zwar Kapitel 17 haben wir zu 10% abgeschlossen. Nein, zu 92,2. Wir haben ein Artefakt vergessen. Naja, nicht so schlimm, das finden wir. Vielleicht durch Backtracking könnten wir es noch finden. Und es gibt nochmal Backtracking. Wir müssen ja dann sowieso nochmal zurück, um die Maschine dort hier eben neu zu konfigurieren. Dort unten lang können wir nicht. Guck mal, hier liegen wieder schöne, Äxte sollen das ja sein. Mussten wir hier überhaupt lang, weil das ist nicht... Ich weiß nicht, wo wir gerade lang müssen. Ach so, wir haben jetzt hier den Strom angemacht und jetzt können wir da hinten durch, ja. Richtig, jetzt können wir das Ding doch benutzen, ne? So schaut's aus. Ja, jetzt irgendwie kam mir gerade in den Sinn, da wir jetzt... ein Unterleib oder ein Oberleib. Da wir jetzt ja... Was sind denn das für komische Lüftungsschächte? Warte mal. Wow, wow, wow. Hey, Sack, lass mich raus. Ich komm nicht raus. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. War da noch jemand? Ja, gut, da. Ja, du hast ihm mal wieder den Unterleib. Klatsch. Was war das? Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau. Da wir jetzt das Elektromodul gefunden haben, können wir es auch bauen. Das ist natürlich wieder sehr schön. Und da hinten ist ein Schatz. Oder ein Sucherbot-Ressourcenbereich. Warte mal. Zwei Punkte unten. Mhm. Puh, und der Rest ist schwer zu erkennen. Ja, warte mal, einer oben und wieder Dings. Ist vermutlich diese Konfi. Ja, ha, perfekt. Siehste. Warte mal, hier an den Rändern mal umschauen. Hier gibt's, komm, hier gibt's hundertprozentig an den Rändern was. An Rändern gibt's was. So, halt Ausschau. Nach wertvollen Besitztümern. Oh. Sieht natürlich ganz schön cool. Okay. Oh, oh, auf beim Stalker. Ja, na großartig. Hier ist wieder einer ohne Unterleib.
Oh, obwohl ich dich mit Säure beschieß, willst du blöder Pisser nicht dein Bein verlieren. Und komm, jetzt. Ah, da klotzt schon wieder einer. Ja, sauber. Klatsch. Oh. Ja, der eine ist auf einmal weggeflogen, warum auch immer. Ja, weil ich ihn, glaube ich, noch mitgetroffen habe. Der ist sonst wohin geflogen, warte mal. Ja, den hast du auch. Aufpassen, es sind nicht nur Waster. Da haben wir auch noch was. Nicht nur Stalker, da ist auch noch ein Waster und der nervt schon ein bisschen mehr. Ja, gekonnt, erledigt. Warte mal, hier. Stopp. Ja, komm, guck. Klatsch. Sieht auch interessant aus, wenn man den mal nur einen Arm wegschießt und kein Bein. Bei einem. Hä? Hinter dir. Der wollte dich gerade von hinten bespringen. Sah schon ganz schön pervers aus und weg. Weg. Wo kommt die denn jetzt alle auf einmal her? Ja, und der hat ich glaube, der hat dich umgebasht. Ja. Tja, das passiert. Na, also, ich muss sagen, ist teilweise doch jetzt nicht unübersichtlich, aber es ist schon ein bisschen komplizierter, weil irgendwie von allen Seiten irgendwer kommen kann und das ist, naja. Ich glaube, diesmal nehme ich gleich meinen Tesla raus, das heißt, es geht noch ein bisschen schneller. Mit dem auch nicht noch ein bisschen. So, ja, mal her, schneller halt. Oh, von hier, sagst du. Warte mal, da. Ach so, klar, die haben sich wieder wie Tote hingelegt, die Säcke. Das Schöne an der Waffe hier ist, die lädt zwar nur kurz auf, aber die muss nicht so lange aufladen wie die anderen Waffen. Mhm. Achso, nur mal kurz hier und bam. Ja, stimmt, das Problem hatte ich ja auch mit meinem Tesla hier, aber ich muss sagen, das geht jetzt auch ziemlich schnell. Ich muss nur mal kurz drücken und schon feuer ich. Aha. Hier liegen lauter. Hier, Kralle. Tot. Wolfram. Da kommt irgendwo einer angerannt. Nehmen wir mal ein bisschen Shotgun Power. Ha, stimmt, das haut auch ganz schön rein. Oh ja. Sonst auch die Reichweite. Ich muss auch sagen, die Reichweite finde ich doch sehr imposant, weil normalerweise. Hast du das gesehen? Sah nicht schlecht aus. Vor allem die Reichweite finde ich ja besonders, weil eigentlich ist ja Shotgun mehr sowas. Jetzt nicht unbedingt Distanz, sondern eher mehr Nähe. Ja. Aber das haut doch ganz schön rein. Ja, komm doch her, mein Freund. Ich weiß, dass du hier bist. Warte mal. Aber wo ist er hin? Gibt's da noch was? Also hier müssen wir lang. Ja, warte, dann gehen wir. Ah, hier, da ist was. Da, Alien-Artefakt. Sehe ich doch schon von hier. Und by the way, wir müssten dann auch nochmal in die Mitte rein, weil da ist was für unsere. Suche, warte, ich lese mal. Dr. Earl Serrano, die Zeichen sind überall um mich herum. Ich weiß nicht, warum ich sie vorher nicht gesehen habe. Wo man hinsieht, sind Marker. Und die roten Marker ähneln den Kopien, die wir selbst zu Hause erschaffen haben. Das Markersignal reanimiert nicht nur die Toten, sondern bringt uns auch dazu, die Marker zu verbreiten. Und jetzt haben wir diesen galaktischen Virus unwissentlich von Planet zu Planet weitergetragen. Die Entwicklung unserer Spezies dient nur dazu, eine Nahrungsquelle zu schaffen und die Mittel bereitzustellen, dass diese mondgroßen Wesen sie finden. Kein Wunder, dass die Bewohner von Tau Volantis den Opfertod wählten. Sie eliminierten sich selbst wie einen brandigen Körperteil und hofften so, die Infektion in ihrer Verbreitung bis zu uns aufzuhalten. Ja, also haben sie. Ich will dich streicheln. Ich sehe schon. Aber ich glaube, mit den Krallen kannst du wegbleiben. Das ist mir doch dann ein bisschen zu. Naja. Barbarisch. Warte, hier haben wir wieder auch so. Eins ja, oben, hoch. Eins unten, zwei unten. Ist ja auch sinnlos, dass einem das Symbol dann immer wieder eins unten, zwei. Wie viel waren es? Zwei unten, ne? Ja, eins oben, eins unten, zwei unten. Oder stopp. Ja, dann das. Ja, perfekt. Und
so, los geht's auf eine wilde Achterbahnfahrt. Ich vermutlich dürften jetzt an sich noch zwei... Okay, es lädt erst auf. Vermutlich dürfen jetzt noch zwei Alien-Artefakte fehlen. Das eine in Kapitel 17 und es gibt, soweit ich weiß, noch eins im letzten Kapitel. Und, es wird ein bisschen schwieriger, denn dort vorne sind Medusas. Ja, wie gesagt, hier drauf schießen, das bringt jetzt nicht sonderlich viel. Ist einfach nur... Gehen wir mal mit Boost. Dann fliegen wir wieder übelst weit hoch und... Oh, wir waren nach unten gesunken. Okay. Boah, guck mal nach oben, sieht richtig cool aus. Da hinten ist wieder die Maschine. Oh, das grüne Licht. Will haben. Oh, geil. Wieder so ein glühender Marker hier. Wahnsinn, das sieht auch richtig cool aus. Tja. Und aufpassen, hier sind wieder Zysten. Ich kenne ja dich und dein Glück. Du rennst dann wieder rein und bist tot. Ja, die Zysten helfen uns. Die töten ihre eigenen Anhänger sozusagen. Ja, ist mal was Neues. So, ich würde sagen, wir lassen ein paar Zysten hier noch übrig, denn falls wir so Stalker angerannt kommen, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass die selbst auf ihre eigenen treten. Ja. Oh, Bomber. Hey, wo kommst du? Jetzt haben wir einen Sack. Ja. Oder Exploder. Eigentlich ist beides richtig, aber im Grunde heißen sie eher. Ja. Exploder. Fuck. Ich dachte jetzt nicht, dass der so weit. Dass das Ding dann am Ende doch noch so weit sprengen könnte. Du brauchst einen Explosionsschutz. Im Grunde schon. Gilt er denn eigentlich dann auch für sowas? Das ist die Frage, weil normalerweise ist der ja eigentlich nur für. Ja, von Waffen ausgelöste Explosionen und nicht von. Ja. Das Maul. Ist ehrlich, sowas nervt doch. Immer dieses Rumgeschrei hier. Mist, verfehlt. Warte mal, die Arschlöcher sind hier hinten. Ja, hier ist er. Jetzt pass auf, links von dir, hinter dir. Ja. Jetzt ist er weg hier. Die kommen durch diese komischen Portale. Ich würde sagen, die fungieren hier so als so eine Art Lüftungsschächte. Und noch einer. Ja, komm weg. Ja, Pisser. Frisskralle. Nee. Ups. Auch wenn ich es nicht brauche, den Energiewandler nehme ich dann trotzdem. Und der lebt doch noch. Nö. Und die Marker glühen. Ja, hier lebt noch einer, aber der ist mir jetzt eigentlich egal. Denn... ...ein Großteil haben wir ausgemerzt. Die invasive Wucherung in diesem Bereich hat ein Vorankommen massiv erschwert. Grabungsteams bleiben wiederholt in dem uralten, klebrigen Gewebe hängen. Ohne Zweifel sind die Apparaturen oben wichtig für die Konfiguration dieser Alien-Maschine. Basierend auf meinen Studien der Alien-Zeichen könnte das ein Verstärker sein, der bei korrekter Aufrichtung ein Signal oder eine Energiequelle verstärkt. Mhm. Die Wucherungen also.